Italien. Sehr nice, das ging alles durch. Sehr schön. So, Wettervorhersage schön. Acht Entwicklungspunkte haben wir noch. Ja, dann gehen wir mal ins Training, gucken uns die Strecke mal an. Wie gehabt, Qualifying Rennen, erster Platz, Sieg, so muss das sein. So, wir gehen direkt auf die Streckenakklimatisierung mit weichen Reifen. Drehen mal zwei, drei Ründchen, gucken uns mal die Strecke an. Ui, da sind hohe Curbs, da darf man nicht drüber brettern. Richtige Geschwindigkeitspoller, ne? Lange Gerade, nie gut für uns. Nach dem Rennen werde ich dann das Getriebe und ein Turbo tauschen müssen. Also nach, ich mach's erst nach dem Training, Qualifying. Du hängst dich zu sehr rein. Das erhöht deinen Getriebeverschleiß. Der Hit war jetzt die Schikane hier noch nicht, aber wir haben immerhin schon mal alles mitbekommen. Ich finde es schon irgendwie cool, dass man auch richtig so das Getriebe oder ein Turbo, whatever, klackern hört. So richtig, hey, da stimmt was nicht. Eieiei. Jesus Gott, der Körb. Ha, sie hat noch gezählt. Ach, ärgerlich, direkt. Ah ne, ich habe ihn gekriegt. Da sieht doch schon viel besser aus, die Runde. Ja, ärgerlich, nur weil ich ein bisschen zu weit innen gefahren bin.
Ah, zu früh abgebogen. Was soll denn das? Das nervt mich ja jetzt schon. Extra schön früh gebremst und dann kriege ich es trotzdem nicht. Ich meine, es sollte reichen, um das Programm zu bestehen, sage ich jetzt mal. So, direkt zurück zur Garage. Ja, haben wir geschafft. Easy going. So, der schnellste Sektor 3 fehlt noch. Wir müssen noch mit einer anderen Autoeinstellung fahren. Nehmen wir mal höhere Spitzengeschwindigkeit. So, und machen Qualifying. Also Qualifying Training. Also diese Schikane ist echt heftig. Schon. Mutter ist schon. Wie lange machst du? Also das Rennen jetzt gleich noch, ich denke mal so eine halbe Stunde. Treibstoff haben wir noch, aber das lassen wir jetzt außen vor. Ich denke, da können wir direkt ins Qualifying gehen. Ich habe doch das Feuer hingelegt. Doch, ich habe sie ja hingeschmissen. Ich habe kein Feuer benutzt, du hast mir nur Kippen hingelegt. Und danach nochmal gelaufen mit dem Feuer. Ich habe aber kein Feuer benutzt. Du hast wahrscheinlich wieder mitgenommen. Nee. Ich habe sie ja hingeschmissen. Ich hoffe, das ist nicht schwer, dass es nicht hier ist. Oha, Norris ist tatsächlich auf der 11. Er könnte an die Punkte rankommen. Hat er überhaupt schon einen Punkt für die Konstrukteure geholt oder überhaupt halt einen Punkt? Ja, Aero-Abteilung mal ein bisschen. Andere Katze.
So, Training 2 und 3, wie immer simulieren. Ah, ich sag, wir könnten da so viele Forschungspunkte holen, aber da hat doch kein Mensch Bock drauf. So, was haben wir denn für Nachrichten? Aha. Mhm, Sonic, alles cool soweit. Was haben wir jetzt für eine... So, wie sieht's denn hier jetzt aus? Es ist schon dunkelgelb. Ja, also das Qualifying machen wir auf jeden Fall noch damit. Bin ich jetzt doof, die Autoeinstellung? Oder kann ich die jetzt vom Qualifying nochmal? Ja, ich glaube, die kann ich vom Qualifying nochmal. Also das Qualifying machen wir. Danach dürfen wir auf keinen Fall vergessen, zwei Teile auszutauschen, weil sonst wird es vermutlich echt eng im Rennen. Die sind hart am Limit. Mutterkekekek. Katzi, du hattest schon Abendessen. Ja genau, hier Autoeinstellungen. Wir belassen es, glaube ich, bei der erhöhten Spitzengeschwindigkeit. Das klingt doch gut. Hier der Motor selbst geht auch schon wieder in den grünen Bereich. Also ja, aber das passt. So, ich hoffe, ich kann das nach dem Qualifying austauschen. Wird schon gehen. Ich habe halt geschissen. So, direkt erstmal eine Sekunde verschenkt wegen DRS. Und Leclerc zieht da wieder davon. Ah, wir bremsen ein bisschen später. Das war zu spät. Ja, und das hat gekostet. Egal, noch sind wir wohl auf der Führung. Er muss in der ersten Schikane echt aufpassen. Ich finde die so heftig. Dann auch noch mit diesen. Du kannst halt nicht drüber bollern, weil da auch diese ultra hohen Geschwindigkeitshügel sind. So, wir haben wieder mal sehr viel Vorsprung. Ja, 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 ja. Mit dem Ende des Qualifyings werfen wir einen Blick auf unsere Tochter, der Kapitän. Oh, Ladezeiten. Wieso haben wir so hohe Ladezeiten in so modernen Spielen? So, perfekt wieder Pünktlis gesammelt in allen Kategorien. Aha. So, ja, jetzt haben wir ihn nochmal richtig. Jetzt ist er schon orange. Ja, wir müssen umstellen. Der Motor, der muss noch 2-3 Runden durchhalten. Die Teile haben wir jetzt ausgetauscht. Erwartete Lebensdauer 51 Runden nur noch. Jo, das wird eng, das wird echt eng. Hätte ich die Kacke vielleicht noch weiter runterfahren sollen? Naja, sehen wir jetzt dann.
Wir gehen jetzt auf jeden Fall mal direkt zum Rennen. Schauen mal, was wir rausholen können. Ob wir wieder Erster werden, Zweiter. Wird es wieder so spannend wie das letzte Rennen oder wieder ein eher langweiliges Rennen? Das wird alles die nächsten paar Minuten zeigen. Okay, es geht los. Ich weiß, wozu du fähig bist. Also lass mich heute nicht hängen. 13 Runden, ein Stop. Ja, da bleiben wir auch bei, ne? So, Rennen starten. Nein, sie werden jetzt erstmal ultra an mir vorbeiziehen, zwecks langer Gerade und so. Links, rechts, da sehe ich, sie kommen überall. Stupsen mich erstmal noch an. Ja, ich bremse etwas später an. Yo, was soll denn das? Er haut mich, ich krieg eine Verwarnung. Boah, das war ja mehr als scheiße. Ich wäre gut durch die Schikane durchgekommen, aber er hat mich so noch geschoben. Naja, jetzt haben wir wenigstens ein bisschen was zu tun. Da sind Teile geflogen. Ja, also gerade jetzt ein bisschen so ist der Wurm drin, ne? Ah, die KIs sind auch agro. Geht denn bei Gasly ab? Wieso schnell gerade so schnell? Hilfe! Warum bin ich von der Lenkung gegangen? Nee, komm. Hä? Ja, ich hab doch auf... Ja, oh, das war so schlecht. Die Rückblende hat es jetzt im Endeffekt auch erstmal nicht besser gemacht. Ich war hier viel näher dran. Aber ja. Alles cool erstmal. Wir sind Fünfter, Verstappen vor uns. Den kriegen wir easy auf jeden Fall noch. Wir sind das Feld ja dicht beisammen und es ist ja erst die zweite Runde. Ha, schnellste Runde gefahren. Sehr nice. Kiesbett hat ja jetzt sein müssen. Boah, hat es wieder Zeit gekostet.
Ja, toll. Das Gute ist, da die alle 30 fighten, kann ich da schön Zeit aufholen auf die und mir easy hier einen snacken. Jetzt kommt die DHS-Zone. So, ganz spät gebremst und sie alle gesnackt. Es war doch mal ein schönes Überholmanöver. Nichts kaputt gegangen, niemanden gerammt. So, noch hier nicht mehr so oft ins Kiesbett kommen. Also die Strecke liegt mir nicht, das sage ich offen. Sie ist absolut nicht meins. Ich finde sie auch nicht toll zu fahren. Könnt ihr mich gerne dafür hauen. Aber meins ist die Strecke nicht. Auf jeden Fall haben wir jetzt schön 4 Runden und ein bisschen gefightet. Da kommt sicher auch noch was, weil ich werde sicher noch mal Mist bauen. Fahrer hinter mir. Obwohl, noch meine schnellste Runde rausgefahren. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 16,3 Sekunden. Ich muss hier früher bremsen, viel früher. So, da sind die 4 Sekunden dann erstmal wieder direkt hin, vermutlich. Ja. Alle Ritt geht sowas kaputt, macht ja keinen Spaß so. Alles, was ich gerade eben rausgeholt hatte bei der Schikane, war verloren. Und nochmal ins... Nee. Dafür gibt es den Rückblendemodus. So. Weil, sorry, nee, das sehe ich nicht ein. Ich weiß, wenn ihr das seht, werdet ihr mich steinigen für die Menge an Rückblenden, wo ich mache, aber das ist mir egal. Mein Spiel, ich mache Rückblenden. Vergiss nicht, diese Runde in die Box zu fahren. Achte deinen Abstand zur Tempolimitlinie und fahr nicht zu schnell. Der Abstand zum Hintermann beträgt 8 Sekunden, das könnte sogar reichen, um vorm Boxstopp wieder raus zu sein. Also bevor er in die Boxennähe kommt.
Die stoppen alle noch nicht. Ich stopp früh. Los, fahr jetzt. Hätte ich mir vielleicht noch eine Runde Zeit lassen können, ne? Bin der Erste und... Der Einzige, wo gestoppt hat. Really, really, du dummes Arschloch, ey. Und schon wieder auf B gedrückt. Ja, weißt du, er zieht hier halt einfach raus. Ja, das hat immer noch nicht gestoppt, oder Leclerc, oder wer auch immer. Norris hinter mir, uns auch nicht gestoppt. Fahrer vor mir. Viertel vor dir. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 1,0 Sekunden. Sie fahren mit alten Weichreifen. Ihre Reifen sind Runden alt. Wir vermuten, dass Sie noch einen Stopp haben. Letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 32,3. Ja, jetzt wäre wieder meine echte Position, sehr schön. Lando kommt an die Box, Lando an der Box. Und zum milliardensten Mal, das interessiert einfach niemanden. Nicht, dass ich jetzt als Erster gestoppt habe, konnte ich das ganze Boxenstopp-Zeitfenster gegen die wieder rausfahren.
Wagen hinter dir ist für Mediums in die Box gefahren. Wagen hinter dir jetzt auf Mediums. Ah ja. Sagt er mir eine Runde, nachdem der in der Box war, ne? So, jetzt dann noch 3 Runden. Das sieht doch alles ganz gut aus soweit. Jetzt nur keine Scheiße bauen, nicht wieder querstehen im Kiesbett. Kiesbett. Und die Schikane vorne am Ende der langen Geraden hier gut nehmen. Fahrer hinter mir. Ja, jetzt, das sind dann so ein bisschen, ich sag, man muss sich halt schon noch konzentrieren, ein bisschen beim Fahren. Das sind dann, also ehrlich gesagt, die langweiligen Momente, wenn halt wirklich schon 21,2 Sekunden zum Hintermann, da kann ich mich fast einmal drehen und er kriegt mich nicht. Das heißt, ich kann mir für die Schikane hier schön viel Zeit nehmen, dafür sauber durchkommen. Gehe jetzt auf Mager, will in der letzten Runde nochmal auf Fett richtig schön reinbröseln. Die Curbs sind übrigens gar nicht so schlimm, wie ich gedacht habe, wenn man wirklich drüber brettert. Ich habe da hinten schon wieder die Nachzügler gesehen. Ich meine, nochmal eine blaue Flagge werde ich wahrscheinlich nicht kriegen. Das war ultra das gute Rennen. Ich weiß schon gar nicht mehr, auf welcher Strecke das war. Einfach blaue Flagge gekriegt, weil ich die Nachzügler eingeholt habe. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Statusreport. Statusreport. Hinter dir. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 26,2 Sekunden. Sie fahren
kann ja mal ein bisschen die, die Befehle hier austesten. Zustand des Autos. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Deine Bremsen sind im optimalen Temperaturbereich. Ernsthaft, das war's? Gegen wen fahre ich? Die Fahrer des Rennens sind Hamilton und Norris. Ja, ne, das war's dann wieder. Erster. Fast zu easy, fast zu easy. Ja, natürlich, wir machen Party. Alle im Team. Werfen wir einen Blick auf die aktuelle Fahrerwelt. Der Kapitän vergrößert den Vorsprung in der Weltmeisterschaft. Kommen wir zum Fahrer des Kapitäns. Sehr nice, sehr nice. Hier kommen wir nicht ran, da fehlen uns 100 Punkte. Ich weiß gerade gar nicht, wie viel man kriegt für jede 26 Punkte. Kriegt man auch 26 Punkte für die Konstrukteure oder? Keine Ahnung, wie das abläuft. Toller Tag. Wie denken Sie darüber? Glauben Sie, dass Ihr Rivale aus diesen Kräftemessen mit Ihnen etwas gelernt hat? Fahrer lernt. Ja, hallo, ich habe das untere gewählt. Triebwerk. Ihr Team ist angesichts ihrer Leistung sicher völlig außer sich. Vielleicht, aber wir dürfen uns nicht selbst zufrieden. Wir hatten einen kleinen Zusammenstoß. Wer trägt die Schuld daran? Ab und zu ist immer noch ein bisschen buggy hier und da, an ein paar Stellen. Ui, steckt die Screens schlecht eingestellt, da ist die Beleuchtung hier. Alles her damit. Es gibt dann auch schon, wir müssen mal gleich einen neuen Rivalen wählen, weil den haben wir gewonnen. Jo, wie unser Ruf bei allen Teams steigt. Sehr nice. Ja, 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 das erzählt er immer. ...1053, her damit. Schon wieder Aero. Nein, nicht schon wieder Aero. Ich will hier oben noch was bei Strapazierfähigkeit, nur was. Elektrische Systeme... Ach, Quatsch. Ja, hier, MGUK. MGUH, jetzt was ist was. Wir nehmen mal das hier. Es ist eine MGU auf jeden Fall, also irgendwas, was bei uns dauernd in den Arsch geht gerade. So, ja, dann gehen wir nochmal zum nächsten Wochenende, aber das war's dann auch heute schon wieder. Singapur, das ist doch schon wieder so ein Stadtrennen. Ich hasse diese engen Stadtkurse. Oder halt, es ist schon eine Rennstrecke, aber halt eng. Oha, Zwischensequenz. Aha, aha. Schutz investieren, ja. Mhm. Ich habe keine Ahnung, was damit gemeint ist. Ja, Emma, interessiert mich. Wochenvorschau. Hey, abgeschlossen, sehr gut.
Ja, ich weiß gerade absolut nicht, was er meint. Aber das wird dann sicher noch kommen. Aber an dieser Stelle war es das jetzt erstmal. Ich mache hier Schluss für heute. Für euch im Stream, danke fürs Zuschauen. Für euch auf YouTube, kommt gerne in meine Streams. Sucht mich einfach auf Twitch, Link ist unten in der Beschreibung. Dann followt mir mal, dann seht ihr immer, wenn ich streame. Ich versuche es natürlich auch immer zu twittern, wenn ich dran denke. Aber ich habe hier Sieb im Kopf, da ist nichts mit Twitter. Ich versuche täglich zu streamen, klappt nicht immer, aber meistens doch. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und so weiter. Ihr kennt das ganze Spiel. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.